Der gegenwärtige wissenschaftliche Konsens besteht darin, dass Vögel eine Gruppe von Theropoden-Dinosauriern, genauer der Maniraptora, sind, die während des Mesozoikums entstanden sind. Eine enge Beziehung zwischen Vögeln und Dinosauriern wurde erstmals im 19. Jahrhundert nach der Entdeckung des Archaeopteryx in Deutschland vorgeschlagen. Außerdem wurden Fossilien von mehr als 30 Arten von Nicht-Vogel-Dinosauriern mit erhaltenen Federn gesammelt. Des Weiteren haben Vögel und ausgestorbene Nicht-Vogel-Dinosaurier viele einzigartige Skelettmerkmale gemeinsam. In dieser Episode widmen wir uns hauptsächlich dem Bauplan einiger Vogelmerkmale und leiten diese aus dem Dinosaurier-Bauplan ab. Ein wesentlicher Schritt in der Evolution der Vögel war die Umfunktionierung der Gliedmaßen zu funktionstüchtigen Flügeln. Damit ging beispielsweise die Verlängerung der Extremitäten, die Reduktion der Finger und das Verschmelzen der Handwurzel- und Mittelhandknochen zu einer Knochenspange, dem Carpo metacarpus, einher. Evolutionsgegner stellen es gern so dar, als setze jede dieser Veränderungen eine komplizierte Abfolge von Mutationen oder sogar den Erwerb komplett neuer Gene voraus. Träfe das zu, wären derlei Anpassungen langwierig und Konvergenzen unwahrscheinlich, das ist aber nicht der Fall, denn der Übergang von den Gliedmaßen zum Flügel erfordert keinen kompletten neuen Satz von Genen, sondern Änderungen in der Kontrolle einiger Gene, die das Wachstum fördern oder stoppen. Diese Gene produzieren sogenannte Wachstums- und Signalfaktoren, die den Zellen in einem wachsenden Embryo Anweisungen geben. Wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausgeschaltet werden, kann das die Form eines Tieres drastisch verändern. In diesem Zusammenhang hat die Erforschung der Variation von Aktivitäten einer begrenzten Zahl von Kontrollgenen und Signalmolekülen, die im Zusammenspiel mit Strukturgenen und Umweltbedingungen die Entwicklung des Embryos steuern, zu ganz neuen Einsichten in die Entstehung neuer Merkmale und Baupläne geführt. Mit diesen Mechanismen befasst sich die evolutionäre Entwicklungsbiologie. Viele erstaunliche Anpassungen beruhen im Wesentlichen auf Veränderungen der zeitlichen Koordination von Entwicklungsprozessen. Man spricht dabei von Heterochronien. Manche Mutationen beeinflussen die Aktivität von Entwicklungsgenen so, dass Jugendmerkmale bis ins Erwachsenenstadium erhalten bleiben. In einem solchen Fall spricht man von Pädomorphose. Dazu gehören zahlreiche Anpassungen der Vögel, wie etwa die Verringerung der Körpergröße, die relative Zunahme des Hirnschädelvolumens, der verkürzte Schnabel, die Reduktion der Zähne, die Bildung hakenförmiger Fortsätze an den Rippen, die dünnen, biegsamen, lose verbundenen Schädelknochen und vieles andere. Andere Mutationen, die regulatorische Gene betreffen, beschleunigen oder verlängern das Wachstum von Merkmalen. Das kann dazu führen, dass Strukturen verschmelzen, sich ineinander schieben oder im Vergleich zum angestammten Merkmal vergrößern. Andere Arbeiten zeigen wiederum, dass der Schritt hin zu den hochgradig modularen, integrierten Schädeln der modernen Vögel auf einer abrupten Verschmelzung von Schädelknochen beruht. Phylogenetische Vergleiche deuten darauf hin, dass die Knochenfusion eine entwicklungsbedingte Übertreibung des ursprünglichen adulten Merkmals darstellt. So ähneln die Schädel jugendlicher Vögel in Anzahl und Verteilung der Module dem erwachsenen Schädel von Nicht-Vogel-Theropoden einschließlich Archaeopteryx stärker als den elterlichen Schädeln. Ein typisches Kennzeichen aller modernen Vögel ist ihr Hornschnabel. Als Schnabel, Rostrum, bezeichnet man die mit verhärteten Hornscheiden verkleideten, zahnlosen Kieferpartien von Sauropsiden. Unter den heute lebenden Vertretern haben außer den Vögeln nur noch die Schildkröten einen Hornschnabel. Dieser findet sich auch bei einigen Dinosauriern, so bei den Theropoden Oviraptorsauriern, aber die meisten Theropoden besaßen Kieferknochen mit Zähnen. Wie ist diese Umwandlung möglich? Die knöcherne Basis des Schnabels bildet größtenteils das gegenüber Nicht-Vogeltheropoden stark vergrößerte Prämaxillare. Das Prämaxillare sitzt auf einem verkürzten Gesicht und einem bauchig vergrößerten Gehirnschädel und ist funktional in das kinetische System des Vogelschädels integriert. Die Hornscheiden bestehen aus überlappenden, mehreckigen Schuppen, die überwiegend aus speziellen Beta-Keratinen sowie einem geringen Anteil Alpha-Keratin aufgebaut sind.
Mischung und Schichtdicke variieren und bestimmen die mechanischen Eigenschaften der Schnäbel. Übergangsformen wie Archaeopteryx und diverse kreidezeitliche Vögel wie Ichthyornis zeigen, dass der Schnabel nicht schlagartig entstand. Seine Bestandteile entstanden nicht simultan, sondern inkrementell und unabhängig voneinander. Zunächst fanden Schädelmodifikationen statt, die durch Pädomorphose verursacht wurden. Treten Merkmale in frühen Entwicklungsstadien eines Vorfahren im Erwachsenenstadium eines Nachfahren auf, wird das als Pädomorphose bezeichnet. In Bezug zur Vogelevolution sind dies die Verkürzung des Gesichts, die Verkleinerung des Oberkieferknochens, der Vergrößerung des Gehirnschädels sowie die Schrumpfung der Knochen, was zu einer bemerkenswerten Beweglichkeit der Schädelknochen bei Vögeln führte. Dass es sich um Pädomorphose handelt, zeigen Schädelvergleiche zwischen jugendlichen Nicht-Vogeltheropoden wie Coelophysis und basalen Aviale wie Archaeopteryx. Schauen wir uns dazu diese Abbildung an. Auf der linken Spalte sehen wir die ursprünglichen Theropoden Coelophysis, in der Mitte den ursprünglichen Vogel Archaeopteryx und auf der rechten Seite das heute noch lebende Andensteißhuhn, einer recht ursprünglichen flugunfähigen Vogelart aus Südamerika. Oben haben wir die adulten Tiere, unten die Juvenilen. Die verschiedenen Schädelknochen sind farbkodiert. Man erkennt, dass der Evolution des Schnabels eine deutliche Reduktion der Maxilla hier in dunkelgrün vorausging. Dies schuf die Voraussetzung für die später einsetzende Vergrößerung der Prämaxillare, welches bei den modernen Vögeln den Oberschnabel bildet. Erwartungsgemäß wird der Übergang von dünnen, intrakraniell beweglichen Knochen zu dicken, überlappenden und fest verbundenen Schädelknochen im Wachstum von Nichtvogeldinosauriern vollzogen und heute noch in der Ontogenese der Krokodile. Im nächsten Evolutionsschritt mit dem Erscheinen der höheren Vögel vergrößerte sich in verhältnismäßig kurzer Zeit das Prämaxillare und integrierte sich in das kinetische System von Schädelknochen. Studien legen nahe, dass eine funktionale Integration des vergrößerten Prämaxillare in den Schädel unter biomechanischen Gesichtspunkten erst nach der Verkürzung des Gesichts und einer deutlichen Reduktion der Maxilla durch Pädomorphose erfolgen konnte. Evolutionäre Modifikationen an Schädelmodulen wie der Prämaxillare sind nicht kompliziert. Arbeiten zur molekularen Kontrolle der Schädelentwicklung bestätigen, dass ihre Parameter unabhängig vom Rest der Schnauze einer präzisen Kontrolle unterliegen. Letztere lässt sich durch viele Stellschrauben beeinflussen, wie etwa durch Veränderungen in der Konzentration des Transkriptionsfaktors BMP4, der unter anderem das Knochenwachstum steuert, oder dem BMP-Antagonisten Noggin. Danach ermöglichen Mutationen, die den BMP-Signalweg im Oberkieferknochen beeinflussen, ein Feintuning von Form und Größe der Schnäbel. Über einen weiteren Evolutionsschritt, die Bildung der Hornscheiden am Schnabel, geben verschiedene Übergangsformen Aufschluss. Bei einigen kreidezeitlichen Vögeln waren zunächst nur Teile der Schnauze mit Hornscheiden ausgekleidet, ausgehend von der Schnauzenspitze. Auch bei den heutigen Vögeln beginnt die Bildung zunächst in den distalen Schnabelanlagen. Ichthyornis beispielsweise besaß noch einen kleinen Übergangsschnabel mit einer zahnlosen, mit Horn bedeckten Zangenspitze, die möglicherweise als eine Art Greifwerkzeug zum Aufpicken von Nahrung diente, weiter kaudal zum Schädel hin noch Zähne und einen unverhornten Kiefer. Woher stammen die Gene, die in die Bildung von Hornscheiden involviert sind? Analysen zeigen, dass bei den Vögeln mindestens 149 unterschiedliche Beta-Keratine an der Bildung hornartiger Strukturen wie Klauen, Schnäbel und Federn beteiligt sind. Sie werden als Corneus Beta-Proteins, kurz CBPs, bezeichnet. Ihre Gene sind im epidermalen Differenzierungskomplex EDC organisiert und werden in einer bestimmten Zeitfolge exprimiert. Alle EDC-Gene sind an dem komplexen Differenzierungsprozess der Epidermis beteiligt. Sie kodieren sowohl interagierende
Strukturproteine als auch regulatorische Proteine der Epidermis. Doch weder der EDC noch die CBCs entstanden in der Vogellinie de novo. Vielmehr war das Potenzial zur Ausbildung horniger Epidermalbildungen wie Klauen, Schuppen, faserige Hautanhänge und Hornscheiden bereits in den genetischen Anlagen der frühen Dinosaurier vorhanden. Allerdings kam es bei den Vögeln zu einer starken Expansion und Differenzierung des Genclusters. Studien zur Beta-Keratin-Genevolution legen nahe, dass mehrere Wellen der Genduplikation, also Verdopplung von Genen, innerhalb eines einzigen Genorts mit anschließender Diversifikation der duplizierten Gene bei Vögeln zur Entstehung von Krallen, Federn und Hornschuppen und parallel zu den Schuppen des Panzers bei Schildkröten führten. Anders gesagt, die Epidermalbildungen der Sauropsiden haben einen gemeinsamen evolutiven Ursprung, der mit der Entstehung der ersten CBCs vor mehr als 300 Millionen Jahren begann. In diesem Szenario ermöglichte eine wachsende Zahl neuer Varianten von CBC-Genen die fortschreitende Spezialisierung der Integumentstrukturen. Nebenbei bemerkt, gibt es auch Hinweise darauf, dass Schuppen und Federn auf Entwicklungsebene als homolog zu betrachten sind. So existieren bemerkenswerte Übereinstimmungen der WNT-Beta-Catenin-Signalgebung während der frühen Entwicklung von Federn und Reptilienschuppen, etwa hinsichtlich der Lokalisierung des Transkriptions Kofaktors Beta-Catenin. Die Expression von Beta-Catenin ist ein zuverlässiger Marker für die Fähigkeit von Epithelien, Federanlagen und Schuppen zu bilden. Im Wesentlichen unterscheidet sich die Feder von der Schuppenmorphogenese dadurch, dass inkrementell weitere Differenzierungsschritte addiert wurden, wie die Follikelbildung, die Entstehung eines Epidermalkragens und so weiter. Alle modernen Vögel haben keine Zähne. Aber warum? Frühere Studien waren zu dem Schluss gekommen, dass Vögel ihre Zähne verloren haben, um besser fliegen zu können, da so Gewicht eingespart wird. Jedoch erklärt das nicht, warum eine Reihe flugunfähiger Nichtvogeldinosaurier ebenfalls keine Zähne hatten. Andererseits wird diese Hypothese durch zahlreiche Funde von flugfähigen mesozoischen Vögeln mit Zähnen entkräftet. Eine herkömmliche Hypothese für den Ursprung des zahnlosen Schnabels der Vögel führt dieses Merkmal auf ökologische Anpassungen zurück und eine Reihe neuerer Studien scheint dies zu bestätigen. So zeigte eine Studie, dass ökologische Anpassungen zur explosionsartigen Diversifizierung der Vogelschnäbel nach dem Massenaussterben am Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren führten. Das Massenaussterben löschte jedoch auch einige zahnlose Vögel des Mesozoikums aus, was darauf hindeutet, dass ökologische Faktoren nicht die einzige Erklärung sein können. Alternativ wurde die Hypothese aufgestellt, dass zahnlose Schnäbel den Schädel einiger Theropoden und Vögel verstärken. Aber auch entwicklungsbedingte Hypothesen müssen in Betracht gezogen werden. Morphometrische Studien an lebenden Greifvögeln haben gezeigt, dass die Schnabelform von Vögeln stark mit der Körpergröße gekoppelt ist und von nicht ernährungsbedingten Faktoren wie spezifischen während der Entwicklung aktiven Genen gesteuert wird. In zahlreichen Studien aus der Entwicklungsbiologie wurden verschiedene genetische Mechanismen zur Erklärung der Zahnlosigkeit vorgeschlagen. Einige erbrachten den Nachweis, dass Zahnlosigkeit auf eine Mutation zurückzuführen ist, die die genetischen Signalwege für die Zahnbildung in der tiefen Evolutionsgeschichte inaktiviert hat. Tatsächlich verfügen Vögel noch über einige intakte Signalwege für die Zahnbildung, was mit der Existenz von Zahnprimordien übereinstimmt. Die entwicklungsbiologischen Experimente legen nahe, dass das Fehlen von BMP4 zur Zahnlosigkeit beim Huhn beiträgt. In anderen Studien wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Verlust der direkten Verbindung zwischen einem epithelialen Signalzentrum und dem Mesenchym für die Zahnlosigkeit der Vögel verantwortlich ist. Das Mesenchym ist ein pluripotentes Grundgewebe der Embryonalzeit, von dem sich sämtliche Bindegewebe und Stützgewebe wie Knochen, Sehnen und Blutzellen ableiten.
Die genetischen Mechanismen zur Regulation der Zahnlosigkeit hängen dabei eng mit der vorhin besprochenen Evolution des Vogelschnabels zusammen. Eine entwicklungsgeschichtliche Erklärung für den Ursprung der Zahnlosigkeit wurde durch drei sehr aktuelle Studien anhand von Fossilien unterstützt. So wurden beim jurassischen Dinosaurier aus der Familie der Ceratosaurier, nämlich der Gattung Limosaurus, ontogenetische Studien anhand von 19 Exemplaren durchgeführt. Die 19 Exemplare des jurassischen Theropoden können in 6 ontogenetische Stadien anhand von Körpergröße und histologischen Daten eingeteilt werden. Unter den 78 ontogenetischen Veränderungen, die man feststellen konnte, ist die unerwartetste der Wechsel von vollständig gezahnten Kiefern bei den schlüpfenden und juvenilen Individuen zu einem vollständig zahnlosen Schnabelkiefer bei den reiferen Individuen. Diese radikale morphologische Veränderung deutet auf eine Umstellung der Ernährung hin, wahrscheinlich vom Allesfresser für juvenile Limosaurus zum Pflanzenfresser für erwachsene Vertreter dieser Gattung, was auch durch zusätzliche Beweise aus Gastrolithen und stabilen Isotopen unterstützt wird. Weitere Untersuchungen wurden an Dinosauriern aus der Gruppe der Oviraptoren und den frühkreidezeitlichen zahntragenden Vogel Sapeornis durchgeführt. Bei beiden wurde eine Verkürzung der Zahnentwicklung während der postnatalen, also nach der Geburt stattfindenden Ontogenese festgestellt. Auf der Grundlage dieser Belege wird vorgeschlagen, dass ein immer früherer postnataler und embryonaler Abbruch der Zahnbildung mit einer Ausdehnung des Keratins im Schnabel korrespondiert. Dies dürfte vor allem auf Peramorphose zurückzuführen sein, also Entwicklungsreihen, in denen die Adultstadien, hier die Zahnlosigkeit, einen immer früheren Platz in der Ontogenese zugewiesen bekommen. Die Abfolge verschiebt sich also im Laufe der Phylogenie zu einem früheren Zeitpunkt der Entwicklung, bis beim Schlüpfen kein Gebiss mehr vorhanden ist und die Odontogenese durch die Schnabelbildung im Ei gehemmt wird. Und hier hat eine Forschergruppe herausgefunden, dass Vögel ihre Zähne aufgegeben haben, um das Ausbrüten der Eier zu beschleunigen. Mittlerweile sind immer mehr Daten über die Inkubationszeit von Dinosauriern aus einer immer größeren Anzahl von Dinosaurier-Embryonen verfügbar, die in verschiedenen Entwicklungsstadien erhalten sind. Alle Dinosaurier schlüpfen aus Eiern und die Inkubationszeit ist eines der entscheidenden Merkmale in der Fortpflanzungsbiologie eierlegender Amnioten. Die Inkubationszeit ist von großer evolutionärer Bedeutung. Eine schnelle Bebrütung verringert das Risiko der Eimortalität durch Raubtiere, Krankheiten und Naturkatastrophen. In der Vergangenheit wurden die Inkubationszeiten von Dinosauriern anhand von Vogelmodellen auf 43 bis 82 Tage geschätzt. Aber eine Studie von Erickson et al. Liefern nun den direkten Gegenbeweis. Dieser Beweis sind die sogenannten Ebnerlinien. Als Ebnerlinien werden die durch die phasenweise Mineralisation des Dentins entstehenden Linienmuster im mikroskopischen Schnittbild des Zahns bezeichnet. Sie sehen aus wie Baumringe. Man untersuchte die Ebnerlinien von zwei Dinosauriern, den Ceratopsiern und Hadrosauriern. Die Anzahl der von Ebnerlinien in Protoceratops-Embryonen aus der späten Kreidezeit in der Mongolei und der Hypacrosaurus-Embryonen aus Kanada weist darauf hin, dass diese Dinosaurier die für moderne Reptilien typischen langen Inkubationszeiten von 3 bis 6 Monaten hatten. Was verlängert die Inkubationszeit der Eier bei diesen Dinosauriern, die vergleichbar mit jenen vieler Reptilien ist? Nach den Angaben der Forscher sind das die Zähne, da die Geschwindigkeit der Zahnbildung im Embryo der begrenzende Faktor ist. Die Analyse der Ebnerlinien zeigt, dass der Prozess des Zahnwachstums etwa 60% der Brutzeit eines Eis in Anspruch nehmen kann. Im Vergleich zur mehrmonatigen Inkubationszeit von Dinosaurier-Eiern schlüpfen moderne Vögel bereits nach wenigen Tagen oder Wochen. Das liegt daran, dass nicht gewartet werden muss, bis der Embryo Zähne entwickelt. Es ist möglich, dass die evolutionäre Selektion auf Zahnverlust bei Vögeln ein Nebeneffekt der Selektion auf schnelles Embryowachstum und damit auf eine kürzere Inkubationszeit war. Es ist aber einzuräumen, dass diese Hypothese nicht mit der Zahnlosigkeit bei Schildkröten vereinbar ist, die trotz Zahnlosigkeit immer noch eine lange Inkubationszeit haben. Hier spielen aber auch phylogenetische Aspekte eine Rolle.
Schildkröten haben nicht das komplexe Brutverhalten Theropoda Dinosaurier, welches übrigens auch komplexer ist als das der meisten anderen Dinosaurier. Des Weiteren gehen die Belege für Brutverhalten mit jenen für Endothermie, also der Warmblütigkeit, schnellen Wachstum und der Existenz von Federn einher. Merkmale, die bei Schildkröten fehlen. Der wohl wichtigste Einwand gegen die Tatsache, dass Vögel Dinosaurier seien, liegt nach Ansicht mancher Kritiker an den Fingern. Fortgeschrittene Theropoden, ebenso wie heutige Vögel, besitzen drei Finger, während ursprüngliche Theropoden noch fünf Finger besaßen. Es wurde argumentiert, dass die Finger der Vögel die Zeige-, Mittel- und Ringfinger, also die Finger 2, 3 und 4 sind. Theropoden haben hingegen die Finger 1, 2 und 3, also Daumen sowie Zeige- und Mittelfinger. Diese Beobachtung basiert auf embryologischen Untersuchungen, bei der sich bei Vögeln zuerst der Ringfinger ausbildet und am Ende die Finger 2 bis 4 erhalten bleiben, während Daumen und kleiner Finger reduziert werden. Diese Sicht wird unter anderem von Alan Feduccia vertreten, der zu der Birds are not Dinosaurs Bewegung gehört. Diese Bewegung zeichnet sich dadurch aus, jegliche Verbindung zwischen Vögeln und Dinosauriern zu leugnen. Stattdessen seien die Vögel von anderen Archosauriern aus der Trias entstanden. Jegliche Ähnlichkeit zwischen Vögeln und Dinosauriern sei durch konvergente Evolution zu erklären. Es scheint eigenartig zu sein, zu behaupten, dass ein einzelnes Merkmal, hier die Finger, eine Liste von Dutzenden oder Hunderten anderer Merkmale übertrumpfen kann. Der starke Beweis für die Einbettung der Vögel in die Celurosaurier muss entweder bedeuten, dass die vorgeschlagene Formel 1 bis 4 für die Hand der Vögel falsch ist, oder dass ein ungewöhnliches embryologisches Ereignis, ein sogenannter Frameshift, in der Evolution der Theropoden stattgefunden hat. Dazu gleich mehr. Wie unehrlich Feduccia übrigens arbeitet, zeigt folgendes Beispiel. Da für Deinonychosaurier und Oviraptorsaurier Flügelfedern bekannt sind, haben Feduccia und Kollegen in jüngerer Zeit argumentiert, dass gefiederte Maniraptoren sekundär flugunfähige Mitglieder der Aviale sind und damit eine jahrzehntelange Argumentation aufgegeben, in der sie behaupteten, dass Deinonychosaurier nicht ansatzweise was mit Vögeln zu tun haben. Was die Hypothese von Feduccia unhaltbar macht, ist die Folgerung, dass diese gefiederte Maniraptorengruppe nun auf einmal keine enge Verwandtschaft mit dem Rest der Dinosaurier aufweist. Es ist schwierig, dies ernst zu nehmen, wenn man bedenkt, dass nicht-aviale Maniraptoren offensichtliche Affinitäten zu nicht-avialen Celurosauriern haben, die wiederum Affinitäten zu nicht-zylurischen Theropoden haben und so weiter und so fort. Die dreistrahlige Theropodenhand hat sich laut Lehrmeinung aus der lateralen Reduktion der Finger gebildet. Der fünfte und der vierte Finger haben sich zurückgebildet, wodurch nur der erste, der zweite und der dritte Finger bestehen blieben. Diese Hypothese basiert auf anatomischen Merkmalen der Fingerglieder, die sich sowohl bei der ursprünglichen fünfstrahligen Hand als auch bei der moderneren dreistrahligen Hand beobachten lässt. Wenn die Vogelhand tatsächlich eine andere Fingerkonfiguration aufweist als die Nicht-Vogel-Theropoden, muss dies keineswegs gegen eine Verwandtschaft der beiden sprechen. So haben einige Autoren eine Frameshift, also eine Verschiebung des genetischen Bezugssystems, vorgeschlagen. Das bedeutet, dass Zeige-, Mittel- und Ringfinger der Vögel in der Embryonalentwicklung den zur Verfügung stehenden Platz der reduzierten übrigen Finger ausnutzen und weiter nach innen wachsen. Dies führt dazu, dass die biomechanisch verlagerten Finger 2, 3 und 4 unter den Einfluss veränderter Signalfaktorkonzentration geraten und das Genexpressionsmuster sowie die Identität der inneren Finger 1, 2 und 3 annehmen. Wenn ein solcher Frameshift stattgefunden hat, ging der echte Finger 1 verloren und der echte Finger 2 wurde zu Finger 1. Da die Embryonalentwicklung aller Lebewesen von nur wenigen allgemeinen Signalfaktoren kontrolliert wird, ist solch ein Frameshift recht plausibel. Zu solchen Signalfaktoren zählen unter anderem Proteine der Familien Hox, WNT, Hedgehog, TGF-Beta und ihre Liganden wie das Wachstumshormon BMP4. Sie beeinflussen kontextabhängig die Expression hunderter Gene. So spielt in die Entwicklung der Hand der Signalfaktor Sonic Hedgehog eine Schlüsselrolle. Sein Gen wird nur auf einer Seite der Hand aktiviert. Seine Konzentration ist auf der Handaußenseite am höchsten und nimmt Richtung Handinnenseite ab. Die verschiedenen Fingeranlagen passen ihre Genexpression und damit ihre Entwicklung der Sonic Hedgehog-Konzentration in ihrer Umgebung an.
Sie gewinnen durch Sonic Hedgehog sozusagen Informationen darüber, wo sie sich befinden und wie sie sich zu entwickeln haben. Fiducias Hypothese blieb aber auch nicht unwidersprochen. Einige Studien stützen die 1-2-3-Konfiguration der Vogelfinger, sehen also eine Identität zwischen Theropodenhand und Vogelhand. Die Hox-Gene weisen darauf hin, dass die Kondensationsachse für den ersten embryonalen Handfinger bei Vögeln ein Hox-Signal erhält, das normalerweise mit dem Finger 1 assoziiert wird. Die Forschung hierzu ist tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Erschwert wird dies durch die Tatsache, dass es bisher nicht möglich ist, an fossilen Dinosaurier-Embryonen die Entwicklung der Finger nachzuvollziehen und zu studieren. Tatsächlich kann auch hier der schon beim Zahnverlust vorgestellte Dinosaurier Limosaurus Abhilfe verschaffen. Limosaurus weist einen stark reduzierten ersten Finger auf, was eine bilaterale, also zweiseitige Reduktion der Finger anzeigt, bei der sich der Daumen und der kleine Finger zurückbildeten, wobei die Finger 2, 3 und 4 die längsten waren. Diese Entdeckung könnte darauf hinweisen, dass die Hand der modernen Theropoden sowie der Vögel durch bilaterale Reduktion entstand und dass es sich bei den drei Fingern der Theropodenhand tatsächlich um den zweiten, dritten und vierten Finger handelte und nicht um den ersten, zweiten und dritten. Diese Hypothese der bilateralen Reduktion wurde bereits 1982 aufgestellt, fand in Wissenschaftskreisen aber wenig Beachtung. Wenn man bedenkt, dass Nicht-Vogel-Theropodenhände durchaus bemerkenswert sind, schließlich haben wir ja auch Formen mit nur zwei oder gar einem Finger, dürfte eine entwicklungsbiologische Variation nicht ausgeschlossen sein. Dabei ist wichtig zu betonen, dass selbst Wissenschaftler, die die Indexierung der Vogelfinger als Zeigemittel- und Ringfinger, also 2, 3, 4, favorisieren, keine Unvereinbarkeit mit der Theropodenabstammung feststellen, mit Ausnahme von Alan Fiducia und den Kreationisten. Eine Besonderheit in der Klassifikation der Dinosaurier ist, dass Vögel zu den Echsenbeckendinosauriern Saurischia gehören, während die Vogelbeckendinosaurier, die Ornithischia, zu denen Gattungen wie Stegosaurus und Triceratops gehören, gar nicht mit den Vögeln verwandt sind. Die Ähnlichkeit zwischen den Becken der Vogeldinosaurier und der Vögel liegt in der Position des Schambeins. Anders als bei den Echsenbeckendinosauriern zeigt das Schambein bei den Vogelbeckendinosauriern nicht nach unten und leicht nach vorn zum Kopf, sondern besteht aus einem schmalen, stabförmigen Knochen, der längs neben dem Sitzbein liegt und nach hinten zeigt. Bei Vögeln ist das Schambein komplett nach hinten verlagert. Dennoch, es gibt einige Echsenbeckendinosaurier, deren Position des Schambeins weiter nach hinten reicht, nämlich bei den Maniraptoren, zu denen auch die Vögel gehören. Es zeigt sich also eine zunehmende Verlagerung des Schambeins nach hinten in die vogelartige Position. Diese schrittweise Umwandlung ist durch einen hervorragenden Fossilnachweis gut dokumentiert. In neuen Forschungsarbeiten haben Wissenschaftler der Universität Yale embryologische Bildgebungsverfahren eingesetzt, um das Beckengewebe von Vögeln in 3D zu untersuchen, was einen direkten Vergleich mit dem Fossilnachweis ermöglicht. In ihrer Studie untersuchten sie die Entwicklung des Beckens bei Alligatoren, Haushühnern, japanischen Wachteln, Steißhühnern und Sittichen und verglichen ihre Entwicklungsstadien mit denen von Dinosauriern, einschließlich des Archaeopteryx. Sie markierten embryonale Becken mit Antikörpern, um nach Proteinen zu suchen, die in sich entwickelnden Knorpeln, Bindegewebe, Skelettmuskeln und Nerven exprimiert werden. Anschließend erstellten die Forscher mit Mikroskopen und CT-Scans 3D-Bilder des Beckens, der Muskeln und der Nerven. Sie stellten fest, dass das Becken der Vögel ein Beispiel für eine terminale Addition ist, einen biologischen Mechanismus, bei dem die Merkmale der Vorfahren erst spät in der Entwicklung eines Tieres auftreten. Anders ausgedrückt, ein jeder Vogel fängt mit einem Dinosaurierbecken an. Dies ist insofern überraschend, da viele wichtige Merkmale beim Übergang von Dinosauriern zu Vögeln, wie zum Beispiel der Vogelschnabel, schon früh in der Embryonalentwicklung eines Vogels auftreten. Innerhalb von nur 2 Tagen verändert sich der sich entwickelnde Embryo in einer Weise, die widerspiegelt, wie er sich im Laufe der Evolution verändert hat, indem er vom Aussehen eines frühen Dinosauriers zum Aussehen eines modernen Vogels übergeht. Im Zusammenhang mit dem Vogelflug ist eine Struktur im Skelett der Vögel entscheidend, die Furcula, auch Gabelbein genannt. Das Gabelbein ist ein V- oder U-förmiger Mittellinienknochen, der durch die Verschmelzung der beiden Schlüsselbeine gebildet wird. Es wird in 3 anatomische Bereiche unterteilt.
die Symphyse, die Rami und die epikleidalen Fortsätze. Die Symphyse befindet sich in der Mittellinie und stellt den Bereich der Verschmelzung der beiden primären Schlüsselbeine dar. Bei Vögeln dient das Gabelbein in erster Linie der Stärkung des Brustskeletts, um den Strapazen des Flugs standzuhalten. Seit die enge evolutionäre Verwandtschaft zwischen Vögeln und Dinosauriern zum ersten Mal behauptet wurde, war das Vorhandensein des Gabelbeins ein wichtiger Bestandteil der Debatte. Generell sind die Schlüsselbeine bei Dinosauriern reduziert oder nicht vorhanden bzw. nicht entdeckt worden, weswegen man auch früher annahm, dass Theropoden keine besaßen. Der Brustgürtel der Urarchosaurier besteht aus paarigen, dorsal gelegenen Schulterblättern, Scapula, paarigen, ventral gelegenen Rabenbeinen, dem Coracoid, und unpaarigen Interclavicula in der Mittellinie und paarigen Schlüsselbeinen, den Clavicula. Schlüsselbeine sind in den Archosaurier-Schwestergruppen Lepidosauromorpha und Sphenodontia vorhanden. Innerhalb der Pseudosuchia fehlen die Schlüsselbeine bei den Crocodylomorpha. Bei den Ornithodira sind Interclavicula, Schlüsselbeine und Brustbein bei den Pterosauriern verschmolzen, während die Schlüsselbeine bei Scleromochlus oder den Dinosauromorpha wie Silesaurus und Marasuchus nicht bekannt sind. Das Fehlen eines Gabelbeins bei Dinosauriern wurde als wichtiger Beleg für die Ablehnung der vermuteten Verwandtschaft mit den Vögeln angesehen, welches vor allem in der Arbeit von Heilmann 1926 attestiert wurde. Seit Heilmanns Monographie wurden jedoch nicht nur Schlüsselbeine, sondern auch die zum Gabelbein verwachsenen Schlüsselbeine verschiedener Theropodengruppen entdeckt, darunter Coelophysiden, Abelisauriden, Spinosauriden, Carcharodontosauriern, Allosauroiden, Compsognathiden, Tyrannosauriden, Oviraptoriden, Tericinosauriern, Dromaeosauriern, Troodontiden sowie Archaeopteryx und anderen Aviale. Aber angesichts des Fehlens von Schlüsselbeinen in den Dinosaurier-Vorläufergruppen wurde die Homologie des Schlüsselbeins der Theropoden mit jenen der Vögel angezweifelt. Dies liegt aber aufgrund falsch interpretierter Daten. Da bei fast allen Theropodengruppen mittlerweile Gabelbeine entdeckt wurden, gilt die Homologie mit den Vögeln als sicher. Darüber hinaus hat die Entdeckung von Schlüsselbeinen, die nicht zum Gabelbein verwachsen sind, bei Sauropodomorpha und einigen Ornithischia Vergleiche innerhalb der Dinosaurier im Allgemeinen ermöglicht. Die entdeckten, gut erhaltenen und artikulierten Exemplare vieler Theropoden ermöglichen nicht nur den Nachweis eines Gabelbeins bei diesen, sondern zeigen zum einen Spezialisierungen bei bestimmten Gruppen auf, als auch einen Übergang hin zu dem Gabelbein moderner Vögel. Dies ermöglicht nicht nur einige Synapomorphien der Details der Gabelbeinanatomie der Theropoden zu entdecken, sondern auch umfangreiche phylogenetische Analysen durchzuführen. Die evolutionäre Umwandlung des Gabelbeins aus separaten Schlüsselbeinen ist bei den Archosauriern und ihren nahen Verwandten wie Euparcheria sehr schön zu sehen. Bei Euparcheria und den frühen Pseudosuchiern sind sowohl die Interclavicula als auch die Schlüsselbeine erhalten geblieben. Die Interclavicula gehen bei den Dinosauriern oder bei den frühen Dinosauromorpha verloren. Von dort aus ist der Ursprung des Gabelbeins durch die Entdeckung an basalen Sauropodomorpha und bei frühen Theropoden gut verstanden. Einige Ornithischia haben zwei kleine Schlüsselbeine, die nicht einander berühren. Im Gegensatz dazu berühren sich bei den Saurischia die Schlüsselbeine in der Mittellinie, wie es sich bei den frühen Sauropodomorphen wie Massospondylus zeigt. Schon die ersten echten Theropoden, wie die Gattung Coelophysis oder verwandte Gattungen aus der Trias, haben voll ausgebildete Gabelbeine und dies dürfte als Synapomorphie der Theropoda gelten. Innerhalb verschiedener Theropodenkladen gab es speziellere Anpassungen und Formen des Gabelbeins, die für einzelne Gruppen diagnostisch sind. So war das Gabelbein bei Coelophysis, einem frühen Theropoden, U-förmig und hatte mehr Ähnlichkeit mit den späteren Coelurosauriern als mit basalen Tetanuriern wie den Spinosauriern und Allosauriern, die ein V-förmiges Gabelbein hatten. Basale Coelurosaurier wie Tyrannosaurus und der Compsognathide Hoaxiagnathus haben ebenfalls ein U-förmiges Gabelbein
mit einigen speziellen Synapomorphien. Die Mitglieder der basalen Maniraptora-Kladen Tericinosauroidea und Oviraptosaurier haben apomorphe Gabelbeine, die für jede Klade diagnostizierbar sind und deren speziellen Formen und Anpassungen sich innerhalb dieser Kladen entwickelt haben. Die Paravia haben U-förmige Gabelbeine, wobei sie bei den Dromaeosauriern einfacher gebaut und dünner sind als bei den Troodontiden. Lediglich Velociraptor weicht vom Bauplan der Paravia ab, denn diese Gattung hat ein V-förmiges Gabelbein. Das Gabelbein der frühen Aviale ist nahezu identisch mit denen der eng verwandten Dromaeosauride und Troodontide. Nur die frühen Ornithurinen besitzen ein Gabelbein, das für die heutigen Vogelgruppen typisch ist. Die einzigen Theropodenkladen, denen ein Gabelbein fehlt bzw. nicht entdeckt wurde, sind die Ornithomimiden und die Alvarezsauriden, obwohl zumindest von den Ornithomimiden vollständige und artikulierte Skelette vorliegen. Man kann daher davon ausgehen, dass das Gabelbein bei diesen Gruppen sekundär verloren gegangen ist. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass das Gabelbein der frühen Vögel homolog zu jenen der Theropoden ist. Sowohl phylogenetische als auch entwicklungsgeschichtliche Daten stützen diese Schlussfolgerung nachdrücklich. Die Schlüsselbeine verschmelzen an der Basis der Theropoda zu einem einzigen Element. Der Ursprung und die Entwicklung der Merkmale des Theropoden-Gabelbeins lassen sich anhand der Fossilien leicht nachvollziehen. Eine Besonderheit der Vögel ist natürlich ihre Fähigkeit zum Fliegen und damit auch einhergehende stoffwechselphysiologische Besonderheiten wie die Vogellunge und der Bau ihres Herzens. Dies wird Thema beim nächsten Beitrag sein. Bleibt also dran!